Hallo Internet! Hier ist wieder Beckensack für euch und willkommen zu meiner Review von Ant-Man! Direkt vorweg möchte ich ein Thema ansprechen, was unheilsvoll über dem Film hängt. Und das ist, dass eigentlich der Regisseur Edgar Wright Ant-Man inszenieren sollte. Er hat sogar jahrelang dafür gekämpft, wirklich sich dafür eingesetzt und Vorschläge immer wieder unterbreitet an Marvel, dass sie doch einen Ant-Man-Film machen sollen. Das war halt einfach so ein bisschen sein Baby, kann man sagen. Oh, Leo, du bist so ein Süßer. Leider ist es jetzt so gewesen, dass kurz vor Drehbeginn des Films Edgar Wright als Regisseur doch noch abgesprungen ist, weil es wohl Differenzen zwischen Marvel und ihm gab, was den Film angeht. Das heißt, da kämpft ein Mann mit eisernem Willen seit Jahren darum, dass er einen bestimmten Film machen darf mit einer bestimmten Figur und hat eine feste Vorstellung davon. Und dann kommt das Studio und sagt, nö, verpiss dich, und dann auf einmal springt er ab. Das ist Kacke. Und gerade weil Edgar Wright eigentlich so ein genialer Regisseur ist, der uns Filme beschert hat wie Hot Fuzz oder auch Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt, ist es einfach von vornherein schon so gewesen, dass ich gesagt habe, meh. Umso mehr freut es mich jetzt, mich hier hinstellen zu können, um euch zu sagen, dass das Ergebnis des Films doch eigentlich ganz passabel ist. Das liegt zum Beispiel daran, dass Edgar Wright zwar ausgestiegen ist als Regisseur, aber zum Großteil das Drehbuch, so wie es war, angeblich intakt geblieben ist. Also es wurde natürlich verändert, aber es wurde jetzt nicht komplett über den Haufen geworfen. Es gibt zwar leider nicht unbedingt diese sehr simplen, aber sehr lustigen Edgar Wright-typischen Szenen, wie man sie zum Beispiel aus Scott Pilgrim kennt. What's that? You're outside? This guy here? You know what? He just left. Really? Yeah. Sorry. Trotzdem merkt man an manchen Stellen einfach, dass der Film wirklich sehr kreativ ist in dem, was er macht. Und das ist eine sehr schöne Abwechslung zu den sonstigen letzten Marvel-Filmen einfach. Und man merkt hier doch wirklich trotzdem noch den Einfluss von Edgar Wright, weil es einfach etwas Besonderes ist, wenn man eine Fluchtszene aus einer Badewanne heraus hat zum Beispiel. Gerade diese Miniaturwelt, durch die Ant-Man in seiner geschrumpften Größe sich bewegt, ist wirklich sehr schön gemacht und ist einfach wirklich, wie gesagt, eine Abwechslung zu dem sonstigen bombastischen Explosionsradius, den jeder andere Marvel-Film mit sich zieht oder gerade zuletzt auch Age of Ultron, wo mir persönlich ja die Action schon einen Ticken zu viel einfach war. Und es ist schön zu sehen, dass Ant-Man hier einfach ein, zwei Schritte zurückgeht, aber trotzdem unterhaltsam bleibt, weil er einfach neue Ideen hineinbringt. So flieht Ant-Man zum Beispiel, wie gesagt, aus einer Badewanne heraus, in der Wasser gelassen wird, was in seiner geschrumpften Form natürlich eine riesige Flutwelle verursacht. Oder zum Beispiel ist es so, dass er durch ein Styropor-Gebäude-Modell läuft und alles um ihn herum explodiert und man halt aus der anderen Perspektive heraus und so sieht, so puff, paff, piff. So ähnlich wie man das auch schon in dem Trailer mit der Lokomotive gesehen hat. Und das ist wirklich unterhaltsam, das ist wirklich cool. Und da sieht man auf jeden Fall den Grundriss, sage ich jetzt mal, noch von Edgar Wright. Natürlich gibt es trotzdem Action in dem Film, aber die ist einfach auf ein, angenehmes Maß reduziert worden. Wenn ich jetzt so über den Film nachdenke und ich immer noch dem Fakt hinterher trauere, dass Edgar Wright halt nicht der Regisseur war, dann stelle ich mir die Frage, was es für Differenzen denn gab zwischen Marvel und Edgar Wright. Ich weiß es nicht. Ich habe wirklich keinerlei Anhaltspunkt oder Belege dafür, aber ich vermute einfach mal, dass es an der Story lag und vielleicht auch an der Story gerade um den Bösewicht. Denn in dem Film, wenn man so ein bisschen Comicbuch-Hintergrundwissen hat, dann geht in dem Film mal wirklich alles komplett durcheinander. Aber wirklich komplett. In dem Film haben wir Darren Cross als Yellow Jacket. Der auch nicht aussieht wie Darren Cross, sondern einfach wie Lex Luthor. Aber gut, sei es drum. Wir haben also diesen Darren Cross als Yellow Jacket. Ja, totaler Bullshit.
Machen wir mal so einen kleinen Exkurs, wie es eigentlich in den Comicbüchern ist. Darren Cross ist eigentlich ein relativ unwichtiger Gegner von und für Ant-Man. Also er spielt jetzt nicht in der Top-Reihe der Gegner da von den Avengers oder von Ant-Man mit. In den Comicbüchern ist es so, dass er eine seltene Herzkrankheit hat und er hat sich einen atomaren, nuklearen Herzschrittmacher einsetzen lassen, was dazu geführt hat, dass er Superkräfte bekommen hat. Ist halt Comicbuchlogik. Bitte nicht weiter drüber nachdenken. Er hatte jetzt zwar durch diesen Herzschrittmacher Superkräfte, aber die haben dazu geführt, dass er so einen krassen Stoffwechsel hatte, dass er sein eigenes Herz verbrannt hat innerlich. Und deswegen brauchte der Typ ständig neue Spenderorgane. Der hat mit Yellow Jacket also eigentlich überhaupt nichts am Hut. Diese Inkonsistenzen gehen noch weiter, wenn wir jetzt wirklich über Ant-Man selber sprechen. Ant-Man, der ursprüngliche Ant-Man, Hank Pym, der ja in dem Film auch drin ist, verkörpert durch Michael Douglas, ist halt eigentlich ein Gründungsmitglied der Avengers. Eigentlich gehört er in den ersten Avengers-Film mit rein. Aber gut, haben sie nicht hinbekommen oder nicht gemacht, aus verschiedenen Gründen auch immer, kann ich mitleben. Wo ich hingegen nicht so unbedingt glücklich mit bin, ist, dass Hank Pym eigentlich derjenige ist, der Ultron baut. Ganz recht. Dieser dicke, fette, krasse Roboter, der in Avengers 2 die gesamte Erde zerfickt hat, ist eigentlich die Erfindung von Hank Pym und nicht von Tony Stark. Dr. Pym ist also eigentlich Ant-Man und er baut Ultron. Das führt dazu und auch noch andere Dinge, dass er Schuldgefühle hat, dass er ein bisschen psychisch labil wird. Es gibt auch noch einen Unfall, was dazu führt, dass er dann wirklich eine schizophrene Persönlichkeit entwickelt. Und diese schizophrene Persönlichkeit ist Yellow Jacket. Der Typ dreht dann komplett am Rad, ja, rastet völlig aus, baut nur Scheiße, verprügelt Frauen und weiß ich nicht was und findet dann später auch wieder zu seiner selbst zurück und wird wieder Hank Pym. Yellow Jacket ist also eigentlich die schizophrene Persönlichkeit von Hank Pym, von Ant-Man. Also sind Yellow Jacket und Ant-Man eigentlich ein und dieselbe Person. Was ich damit sagen möchte einfach ist, dass Hank Pym eigentlich ein ganz anderer Charakter ist und auch das Zusammenspiel zwischen Ant-Man und Yellow Jacket ein ganz anderes ist. Und das haben sie in diesem Film einfach mal komplett verwurstelt, ja. Ist jetzt einfach ein bisschen schade, aber man muss auch trotzdem sagen, so wie sie es in dem Film aufgezäumt haben, funktioniert es trotzdem. Also für die Story des Films ist es okay, dass der Typ da jetzt Yellow Jacket ist und dass da ist jetzt Ant-Man und das ist nicht Hank Pym Ant-Man, sondern das ist Scott Lang Ant-Man und so weiter und so fort. Ist okay, funktioniert trotzdem. Aber es ist einfach eine vertane Chance. Und ich persönlich könnte mir, wie gesagt, vorstellen, dass es hier vielleicht Differenzen gab zwischen Edgar Wright und den Marvel Studios wirklich selber. Achtung, das ist jetzt eine Mutmaßung wirklich von mir. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Das ist wirklich nur mein abstruses Gedankenkonstrukt, das ich mir jetzt hier spinne. Aber ich könnte mir vorstellen, dass Edgar Wright zum Beispiel vorgehabt hätte, dass Michael Douglas eventuell der alte Hank Pym Ant-Man als Yellow Jacket später der Bösewicht ist. Was ein Plot-Twist wäre oder irgendwie sowas. Was aber Marvel nicht toll fand, denn sie machen Filme nach Schema F. Dieses Schema F beinhaltet folgende Punkte. Erstens, wir brauchen einen Helden, der mit One-Linern Witze reißt. Zweitens, wir brauchen einen Helden, der seine Superkräfte erst kennenlernen muss. Drittens, wir brauchen einen gesichtslosen und flachen Superschurken, der am Ende des Films stirbt und nie wieder eingesetzt wird. Seien wir mal ganz ehrlich, ich mag die Marvel-Filme. Ja, sind alle schön und gut für das, was sie sind. Sie sind ja unterhaltsam. Aber trotzdem haben sie allesamt verdammt schlechte Schurken. Schurken, die austauschbar sind. Schurken, die am Ende des Films sterben und nie wieder gesehen werden. Mit Ausnahme von Loki. Loki ist wirklich der Einzige, der irgendwie was Besonderes ist. Und deswegen wird er, glaube ich, auch von allen Fans so komplett gehypt. Denkt mal wirklich darüber nach, welche Superschurken es mit Ausnahme von Loki und Thanos denn noch gibt. Beziehungsweise welche davon die Filme überlebt haben.
okay, das sind Marvel-Filme. So funktionieren Marvel-Filme nun mal. Ist mir klar, verstehe ich. Ist ja auch okay. Aber ich hätte mir, glaube ich, einfach gewünscht, dass bei einem Film wie Ant-Man oder einem Helden wie Ant-Man, der in den Grundzügen trotzdem noch schon so anders ist, vielleicht auch einfach ein bisschen mal versucht wird, die Erzählstruktur zu ändern. Was aber auf jeden Fall ein bisschen anders ist, ist der Fakt, dass Scott Lang als Ant-Man einfach mal eine andere Art Held ist für das Marvel Cinematic Universe. Ein Typ, der im Knast saß, rauskommt und jetzt eigentlich nichts weiter möchte, als seine kleine Tochter öfters zu sehen. Eine verdammt gute Abwechslung. Ich habe außerdem gerade schon angerissen, dass ja Michael Douglas Hank Pym in dem Film spielt, den eigentlichen Ant-Man. Und ich muss auch sagen, gerade er hat mir sehr gut gefallen in seiner Darstellung des Charakters. Und er ist auch wirklich ein guter Schauspieler. Ich meine, das ist Michael Douglas. Und der hat seinen Status in Hollywood schon zu Recht. Weil von seiner Schauspielkunst abgesehen, muss ich auch einfach mal hervorheben, was für mich persönlich ein kleines Highlight war, ist, dass sie es wirklich geschafft haben, mit Make-up und CGI, ich weiß gar nicht genau, ob es wie die Zusammenstellung war, aber sie haben jedenfalls geschafft, den alten, verfurzten Michael Douglas, der mittlerweile schon, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie alt ist der? Bestimmt schon über 70, würde ich jetzt einfach mal so behaupten, dass sie den wirklich in den Anfangsszenen sehr jung dargestellt haben, das hinbekommen haben, dass man es nicht merkt. Ihr wisst, ich bin der absolute CGI-Nazi! Und normalerweise sind mir 0-15 Special Effects auch komplett scheißegal bei so einem Film, aber wenn ich an X-Men Origins Wolverine denke und wie sie Patrick Stewart da in Szene gesetzt haben oder versucht haben, jünger zu machen und wie furchtbar das einfach aussah, dann bin ich einfach froh, dass sie es hier richtig gut hinbekommen haben. Kann ihre Gedanken hören. Ja, und ich kann deine hören. Ihr seid jetzt in Sicherheit. Ich bin eine Wachsfigur. Madame Tussaud hat mich geboren. Michael Douglas macht also als Ant-Man eine wirklich sehr gute Rolle, was ich im Vorfeld nicht so erwartet habe, als ich gehört habe, dass Hank Pym halt nicht der titelgebende Held sein wird in dem Film. Und deswegen war ich positiv überrascht. Wovon ich aber auch nicht wirklich überrascht war, sondern einfach ermüdet war, war halt wirklich einfach die vorhersehbare Story. Ich habe gerade schon mehrfach natürlich dieses Schema F angesprochen und das zieht sich auch einfach durch diesen Film. Wenn ihr den ersten Trailer von Ant-Man gesehen habt und ihr schon ein paar Marvel-Filme kennt, dann wisst ihr ganz genau, wie dieser Film verlaufen wird. Ihr wisst ganz genau, was passieren wird. Und ihr wisst ganz genau, wie der Film enden wird. Es gibt keine Plot-Twists eigentlich, in keinster Art und Weise. Besonders, wenn man minimales Comic-Buch-Wissen hat. Der gesamte Plot des Films wurde wirklich in dieses Schema F reingeprügelt, ja? Und es ist eigentlich austauschbar. Und das ist schade, weil ich kann es nicht oft genug sagen. Ich hätte mir einfach gewünscht, dass Edgar Wright diesen Film macht. Dann hätte das wahrscheinlich auch ein bisschen anders ausgesehen. Aber gut, es ist, wie es ist. Was jedoch auch schon, wie ich gesagt habe, ganz cool ist, ist, dass diese Miniaturwelt halt eingeführt wurde und die wirklich gut benutzt wurde in manchen Szenen und mal wirklich was anderes war. Und es gibt auch einen Kampf gegen einen bestimmten Avenger. Und ich werde jetzt für Leute, die den Film noch nicht gesehen haben, nichts verraten, welcher Avenger es ist. Also versuche ich jetzt doch nochmal so ein kleines bisschen Hype und einen kleinen Plot-Twist für zukünftige Kinogänger zu generieren. Und ja, dieser Kampf hat mir wirklich sehr gut gefallen und anhand davon freue ich mich einfach auf die nächsten Marvel-Filme, in denen wir dann hoffentlich auch mehr von Ant-Man sehen. Und ich freue mich persönlich zum Beispiel sehr auf das Zusammenspiel mit Hawkeye, weil ich einfach daran denken muss, wie sich Ant-Man auf der Pfeilspitze des Pfeils von Hawkeyes Bogen platziert und dann mit vollem Karacho in die Gegner hineinsaust und dann richtig da drin aufräumt. Oh, ich wette 1,50 €, dass das in einem späteren Film so passieren wird. Damit sind wir jetzt auch schon wieder am Ende meiner Review angelangt. Ja, ihr habt's geschafft, alles gut. Und ich fasse die Punkte mal wieder für euch ein wenig zusammen. Zum einen ist es so, dass Ant-Man ein Film ist, der ein bisschen anders ist. Er ist, oder er versucht zumindest ein wenig andere Ideen in Marvel-Filme einzubauen. Er geht ein bisschen mit der Action runter, setzt dafür andere Akzente, was ich gut finde. Aber trotzdem ist er in seinem Grundgerüst immer noch ein Film nach Schema F. Das kann man nicht anders sagen. Ich vermisse schmerzlich Edgar Wright in diesem Film. Aber gut, das Leben ist kein Ponyhof, was soll man machen? Er fehlt nun mal. Trotzdem spürt man noch so ein bisschen seine federführende Hand beim Drehbuch. Und das ist trotzdem immer noch gut genug, dass ich mich darüber freuen kann. Die Story ist flach, die Story ist Schema F. Die Story wurde mal auf Grundlage der Comicbücher komplett ab Absurdum geführt. Funktioniert aber für diesen Film trotzdem. Deswegen ist es kein allzu großes Manko. Aber hey, ich wollte es erwähnt haben und ein bisschen klugscheißen. Wenn ihr Marvel-Fans seid und sowieso schon jeden bisherigen Marvel-Film gesehen habt,
dann werdet ihr zwangsläufig wahrscheinlich auch in Ant-Man rennen und euch Ant-Man angucken, früher oder später. Das ist auch zwingend notwendig, da Ant-Man eine kommende Größe oder ein kommender neuer Held in den weiteren Marvel-Filmen sein wird. Deswegen kommt ihr um den Film sowieso nicht drum herum. Der Film hätte mehr sein können, ist einfach nur Schema F. Trotzdem ist er unterhaltsam und der Film ist einfach okay. Und deswegen würde ich euch sagen, könnt ihr euch ruhig angucken. Zum Abschluss jetzt noch das 0815-Gerede von mir für euch. Vielen Dank, dass ihr euch mein Video angesehen habt. Ich hoffe, ihr klickt auch beim nächsten Video rein. Und bis dahin sage ich, Haunse Baunse! Hallöchen! Zum Abschluss natürlich noch wieder ein paar Worte in eigener Regie. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, ist meine Tapete anders. Das heißt, der Wasserschaden, den ich hier hatte vor einigen Monaten, beziehungsweise der sich einige Monate hingezogen hat, ist endlich vorbei. Ja, das Zimmer ist wieder begehbar. Seht es euch an. Mein neu tapeziertes Wohnzimmer. Oh yeah, 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 yeah. Es interessiert wahrscheinlich kein Schwein. Yeah, ist auch vollkommen egal. Was ich noch sagen wollte, ich habe ja vor einiger Zeit meine Review zu Age of Ultron gemacht und ich war mit dem Film nicht so wirklich happy. Und da das hier ja auch eine Marvel-Film-Review war, möchte ich euch vielleicht bitten, guckt euch doch mal meine Review zu Age of Ultron an, wenn ihr das nicht schon längst getan habt. Mich würde interessieren, was ihr dazu sagt. Natürlich interessiert es mich natürlich auch, falls ihr Ant-Man schon gesehen habt, was ihr über diesen Film denkt. Schreibt es mir wie immer in Kommentare und ich werde das alles lesen und natürlich auch euch darauf antworten. Das macht immer sehr viel Spaß. Außerdem noch für euch der kleine Reminder, dass ja Anfang August die Gamescom wieder in Köln ist und ich bin natürlich auch wieder am Start. Zum einen werde ich am Mittwoch der Gamescom da sein, das ist dann der 5.8. Und ich werde außerdem auch am Freitag, dem 7.8. auf der Gamescom sein. Da bin ich dann wieder für Nintendo tätig und moderiere wieder ein paar geile Smash Brothers Matches. Und ich hoffe wirklich, ein paar von euch zu treffen. Falls ihr mich seht und ich euch nicht peinlich bin, sprecht mich einfach an. Ich würde mich freuen, euch dort zu sehen. Und bis dahin sage ich natürlich wieder Haunse Baunse!